einem folgt die Rostocker Polizei ihrem neuen Chef bereits heute, beim energischen Vorgehen gegen die Gewalttäter bei Fußballspielen. An diesem Samstagmittag sind 440 Polizisten im Einsatz, darunter eine Hundertschaft Bereitschaftspolizei und eine Hundertschaft vom Bundesgrenzschutz. Die knapp 100 angereisten Fans vom FC Köln haben eine übermächtige Begleitung. Die Rostocker Polizei kontrolliert die Lage im Ostseestadion aus einer Fernsehzentrale in der Haupttribüne. Nach schweren Ausschreitungen in der Zeit, als Hansa noch in der DDR-Oberliga spielte, wurde dem Bundesliga-Aufsteiger zur Auflage gemacht, ein Überwachungszentrum einzurichten. Mit Hilfe von ferngesteuerten Kameras beobachten Beamte die Fangruppen, schon vor Beginn des Spieles. Die Rostocker Polizei hat bei den Heimspielen von Hansa eine Menge Erkenntnisse über Redelsführer gesammelt. Es gibt Fotos von ihnen. Manche sind direkt vom Bildschirm abgenommen. Die Technik macht es möglich, die Zuschauerränge abzuschwenken und wenn es geboten erscheint, den Einsatzbefehl an Zugreiftrupps zu geben. Das kostet viel Aufwand, aber Gewalttätigkeiten gehören zunehmend zum Erscheinungsbild in Fußballstadien, nicht nur in Rostock. Jubel ist das, was die Polizei gerade noch erlaubt. Und so freuen sich die Kölner Fans über das Führungstor ihres Clubs, streng unter polizeilicher Kontrolle. Oben auf dem Turm unter der Anzeigetafel steht eine Sondereinheit des Bundesgrenzschutzes. Sie ist eigens aus Schwarzenbek bei Hamburg angereist und hat den ganz großen Überblick. Die Späher auf dem Turm über dem Stadion haben keine Zeit, das Spiel zu verfolgen. Sie verpassen nicht viel. Die drei Beamten auf dem Turm bedienen auch eine Videokamera. Von hoher Warte aus lassen sich selbst kleine Prügeleien feststellen. Schläger werden rasch dingfest gemacht. Monitore, Funksprechgeräte, Videokameras, über 400 Polizisten. Das scheint unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit zu sein für ein paar hundert gewaltbereite Hooligans, wie diese Fußball-Rowdies inzwischen weltweit heißen. Aber sie sind schlagkräftig, im wahrsten Sinne des Wortes, und gut organisiert. Die Fangruppen halten Verbindung untereinander. Es gibt Rädelsführer und die haben etwas ganz anderes im Sinn als Fußball. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Und dann fällt der Ausgleich für Hansa Rostock. DDR, unser Vaterland. Das klingt zunächst einmal nur nach ironischer Provokation. Ebenso wie der vom Führer angestimmte Ruf nach dem alten Stasi-Chef Erich Mielke. Er soll unser Führer sein. Erst als die Grenzschützer auf dem Turm die Kamera abbauen, weil die Lichtstärke des Objektivs nicht mehr ausreicht, und als das Spiel unentschieden zu Ende gegangen ist, beginnt unten die eigentliche Randale. Die Bereitschaftspolizei hat das erwartet. Sie marschiert in Hundertstärke auf und treibt die Rostocker Hooligans zurück. Den Kölner Fans nutzt das nichts. Sie werden auf der Rückfahrt in Hamburg von dortigen Hooligans vermöbelt. Ein Anruf aus Rostock genügte.